Patrick Fontana, warum machen die überhaupt das mit Eis und wie kommt das überhaupt dazu? Und ja, das hier oben ist der Beweis dafür, dass wir alle aus einer Eisdiele stammen. Ne? Eiskaffee Fontana, diese Schilder, also Fontana ist älter als ich, das ist fast 50 Jahre alt. Und das hängt bei uns in der Eisdiele in Neunkirchen, wo meine Eltern vor über 50 Jahren eine Eisdiele eröffnet haben. Und jetzt geht da die Tür auf. Aber es ist ganz gut, dass die Tür aufgeht. Komm mal rein, sag doch mal rein. Hi, bist du? Live-Mitschnitt. Hier, das ist mein Bruder, ne? Wir beide. Das ist meine Mama. Komm mal her, Mama. Ja, dann machen wir das komplett. Das ist die Mama Fontana und es gibt noch einen Papa Fontana, der irgendwo hier rumspielt, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und ja, also diese gute Frau hat uns, zusammen mit Papa gezeugt und wir führen das hier weiter. Und Naja, nee, Spaß beiseite. Wir sind halt, wir kommen von Eisdiele, wir haben da jahrelang gearbeitet und nehmen die ganzen Erfahrungen, die, die unsere Eltern uns mitgegeben haben, mit und können wirklich unsere Kunden vernünftig beraten und ganz viele Tipps mitgeben. Und ja, deswegen sage ich immer, als wir unsere Eisdiele sozusagen verkauft haben bzw. abgegeben haben und dieser hier entstanden ist, sage ich immer, Fontana Eisdiele war Fontana 1.0 und Fontana hier ist Fontana 2.0. So, in diesem Sinne, damit ihr ein bisschen so was Lustiges mal gesehen habt. Schöne Grüße!